herzlich willkommen zurück in Boston, USA. Wir sind Erika Ried, hier eine junge Frau hier. Und ich habe mir jetzt wirklich mal nicht nur zwei, sondern drei Folgen wirklich, weil das ist ja alles so komplex, so langsam aber sicher mal durchgeschaut. Und ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Lösung hier für den Typen habe. I don't know how I know this. It just hit me. Keith needs to jiggle the hex keys when he makes adjustments with them. Ja, und ich würde jetzt gerne mit Keith reden. Warte mal, wir brauchen ja noch die Dokumente und Unterschrift, aber das müssen wir erstmal so. Jetzt müssen wir erstmal mit ihm reden. Keith? Planeten reparieren. Keith, jetzt I wollen wir mal schauen. I have a suggestion for how you could fix those planets you're working on. Yeah? What's that? So, wir brauchen den mittleren Schlüssel. Use the medium wrench. Ja. Ebubabu, das war, glaube ich, green. Grün. Adjust the green planet with it. Jetzt müssen wir rückeln, hatte ich aufgeschrieben, und im Uhrzeigersinn drehen. And turn it clockwise, but jiggle it when you do. Interesting thought. If I... Wait. Yes, that's it! Ah. So, können wir ihm denn jetzt die Dokumente da zur Unterschrift vorlegen? Keith, will you sign these papers ja, for Max? Oh. I just can't get this calculation match up. It matched up last time. Why doesn't this one... Huh? Oh yeah. Ah, ein großer Schritt weiter. Meine Güte, das war aber eine zähe Aktion bisher. Meine Güte. This one has a second name on it. Jeff Therian. Who's that? Do I sign it? I don't know. It was with the papers that Max needed you to sign. Maybe this Jeff has to sign it also. Don't care, it's signed. If he doesn't need it, too bad. Now let me work. I need to see if I can just... Okay. Dann würde ich sagen, das haben wir abgeschlossen hier oben. Wir haben die Unterschrift, können jetzt zu Max zurückeiern. Oh, what's oder nicht? On? Ach, das war jetzt der Grund, weswegen sie in dieses Koma gefallen ist. That was like the vision I had down on the balcony. And it makes more sense now. She wasn't just seeing any old visions. She was seeing her brother dying. She lost consciousness there, which stopped the vision. Maybe I can pick up the trail to the rest of that incident someplace else. Ja, dann würde ich mal behaupten, das können wir doch unten im Schlafzimmer, oder? Oder? Wo müsste ich jetzt hin? I'm sure I can talk to someone about this vision. They can protect Max for me. Das ist doch nicht das Richtige. Wo muss ich denn? Jetzt bin ich ja schon wieder bei dem. Das hilft mir nichts. Ich muss irgendwann an den Ordner rankommen. Huch. Hä? Das kann doch nicht sein. Was soll ich denn jetzt wieder bei ihm? I'm looking for John McCoy. Is that you? The one and only. What's this about? I was led to believe maybe you could help me. My brother is going to be killed. Well, you just get right to the point, huh? Look,
I can try to help you, miss, but really, you should call the police. We only deal with federal cases here. Well, okay. But I was told by someone that you'd be willing to hear me out. All right. You tell me what's going on, maybe I get you in touch with someone on the BPD. Anything to distract me from how badly my football game's going. Okay. Vision? My brother, Max. He's the one who's gonna die? What evidence do you have? Well, all my life I've had this sense. Naja, das wird ja natürlich der gute John nicht wirklich glauben, oder? Wenn einer vor mir steht und sagt, ich habe Visionen, dass der und der stirbt. And then they come true. I've been having these awful, scary visions. And in them, Max dies. He gets killed. I heard you help with this sort of thing. You heard wrong. I don't help. I keep an open mind about things, and now someone's playing a practical joke. Who put you up to this? What? No. No one. Oh, schlechte Woche. Ja. What was so bad about this week? Talking me up won't change my mind, miss. I've been through hostage negotiation training. But if you want to know, and everyone here is sick of hearing about it, my wife's leaving me. Over 20 years together, and I swear, she is trying to take everything that matters to me as she goes. Look, I'm sorry. I shouldn't get it. No, it's okay. I don't mind. It's important to talk that stuff out. Fine. But just remember, hostage negotiator. Tja. You said your team was losing. What's the game you're watching? Not watching. But I got a live feed of the score. Though it's almost too painful to look at. Goddamn Pat's letting me down here, and I got money riding on this. I mean, come on. The Washington Redskins? I figured we'd tear them open like a Christmas present, but no. Tja, kann ich Sie überzeugen? What can I do to change your mind? You can show me your visions, or show me your dead brother. All right. I'm sorry. This whole week has been lousy, and watching the Pats get ripped apart is no help. But what am I supposed to think? You're supposed to think that you can do something for me. Maybe you need to talk to someone. Here, there's this woman, Rose. She runs an antique shop, and she's gifted. She knows about das haben wir visions schon mal bekommen, oder? She's been giving me some guidance. Give her a call. There's a desk down in the end you can sit at to call. All right. That's the conversation I saw a piece of earlier. Yeah. I'm going to go think for a bit. Try to figure out what would convince you. Sure thing, kid. Aw, no, why? How did they score again? Brady, come on! You can do this! Just get me a first down and cover the spread. Please! Yeah. John, oh, hier komm ich so aus der. The Patriots need to make a completion here if they even want a chance of coming out of this alive. Komme ich so nicht raus. Hat hier noch irgendeine Vision mit irgendwas machen? Whoa. Doing that almost Nein, das brought on the vision schon. Again. Ja. I shouldn't do that in here das without a very schon. Specific reason. I don't want to cause a scene. Anscheinend hat es aber irgendwas mit dem blöden Footballspiel zu tun. Aber warum komme ich hier denn nicht auf Cordelia? Muss ich hier in ein anderes... Ich wollte doch wissen, warum sie da liegt zum Gucken. Nochmal. Ah, ich bin wach. Hier geht's jetzt endlich weiter. I am awake. I am awake. Cordelia! Hey, kid. Glad to see you're back. I was worried. I canceled a teleconference to be here with you. So it's official. You're more important than two Australian businessmen. How are you feeling? Ugh. Like someone's been stacking sandbags in my head. I'm so glad you're back. We didn't okay, know what happened. Jetzt haben wir sie wenigstens we had no idea how aus, serious ja. it was. If it was a fainting or a coma. And if it was a coma. If you were gone that long, I don't know what I'd do. Thank you, Keith. Hey, maybe we should let her rest, huh? She's finally back, and now you're trying to kick me out. No, I'm staying here until I see she's better. No, it's okay, Keith. I'm feeling better, really. You should get back to working. Don't let me having a little headache throw off your day. I don't know.
I know you're protective, but I'm not going anywhere. I'm fine. Go. All right, just please be okay. Mm-hmm. He's so worried. It's that same look in his eyes that was there when Mom and Dad died. So vor allen Dingen müssen wir was mit den Augenringen machen. How did I get here? I don't know. Sehr schlimm. I was in my office and suddenly I heard you cry out. I ran out and saw you on the ground. We weren't sure if you hit your head, so it's quite a relief to have you talking right now. Tja, ich sah eine Vision von dir, eine etwas üble Version. Max, I need to tell you something. I passed out because I saw it. Something awful. But I didn't just see it. I felt it. It was you getting killed, Max. What do you mean, saw? Saw how? Remember how I could always win the shell game at the Topsfield Fair? Yeah, but that was luck, Cordelia. You've always had a lucky streak. Look, I wanted Keith out of here because I didn't want him to worry. But I'm making a point of telling you because I do want you to worry. You need to be careful. We wouldn't be living on the 33rd floor if I'd been careful, Cordelia. Sorry. I'm just under a lot of pressure lately. Look, I don't know what you want here. I wasn't planning on taking candy from any strangers, but nor am I going to live in a vault until you give me the all clear. Okay. Could you at least get me something? It's in the desk drawer over there. But you have to push the catch that's underneath or it won't open. Sure. When we're done talking. Okay, Keith's neues Design. I helped out Keith, got him back on track, and now he's onto a new project. He's a machine. Sometimes more literally than I'd like. Has he remembered to eat today? Oh, he's fine. It's good when he gets engaged. Maybe he'll pop out something brilliant we can make, market, and sell. That's part of why having so little media exposure is good for him. For all of us. If any of the tech firms found out how brilliant he is at this stuff, they'd kill us in our sleep to get him. The last thing we need is someone trying to pull this family apart. You know, sometimes I wish you'd see him as your brother. I do, Cordelia, I do. He's my genius brother. Tja, Familie! Mom and Dad's anniversary is coming up. What are you talking about? They married in the spring. No, I mean the crash. The accident. Oh, yeah. I guess it is coming up. You know, I hate it when you call that the anniversary. It's not a happy thing. I'll be sure to leave that day clear so we can go visit their graves. Ach ja, die Unterlagen, die haben wir ja eigentlich auch noch, oder? Buh, können wir? Nee, können wir eben nicht. Unterschriebene Unterlagen. Hey, did you get Keith to sign those papers? Here you go. Signed? Great! This makes things much easier. Thank you. You're the best sister I've ever had. And by that logic, also the worst. True, you are also the worst. Tja, wer ist denn dieser Jeff Therrien? There's this name, Jeff Therrien, on one of these papers Keith signed. Is that a mistake? What? No, it's fine. He's just another person who's mixed up in all of this. But I feel I've heard that name before. And why is it on Keith's claim release? Oh, I wouldn't know. This is all lawyer stuff. Skorobius drafted these up. Well, I'll ask him about it then. Cordelia. I'm sure it's nothing. Just let it go. Mom's necklace? I haven't seen this thing in years. Okay, jetzt wissen wir auch, wie das Ding aufgeht. Jetzt sehen sich jetzt beide Frauen. Ich weiß es nicht. Aber es sieht so aus bald. Wenn sich beide Frauen in der Vision schon mal treffen. But. She saw me. Really saw me. Before it was just glimpses, but I think she really knows who I am now.
I can't see you anymore, but I know you're there. And I'm glad I've got you on my side. Auf deiner Seite sind wir nicht wirklich. Können wir denn jetzt diese verflixte Schublade aufmachen? Alright. Let's see what you've gotten here. So. Oh, nochmal Schrift zu, falls Madison Davids tatsächlich scharfsinnig genug ist, um herauszufinden, dass der Erhängte an ihrem Tatort der Mörder ist, den sie sucht, könnte sie es tatsächlich verdient haben zu leben. Madison Davids, wie sich herausstellt, war sie nicht scharfsinnig genug und verdient es nicht. Longmore verfolgen. Ich halte momentan in meiner Gewalt. Als er anfing zu reden, kam es schreckliches Mitleid über mich. Er lamentierte endlos über Reue. Als ich in die Straße hinter er folgte, wirkte er noch ganz großkotzig. Aber sobald ich mir griff und den Transporter stieß, wurde er zu einem völlig anderen. Nur ein blindes, ängstliches Tier, das versucht, seine Bedürfnisse zu befriedigen, wenn keiner hinsieht. Ich brauche ihn lebend und unverboten für das Erhängen. Wie der immer gescherzt hat, das Leben ist die natürlichste Methode, um das Fleisch frisch zu halten. Longmas Wohnung. Ich habe eine Menge armseliges Zeug in seiner Wohnung gefunden. Einzelportionen von Fertigessen, winzig kleines Bett, Pornokassetten, die er in 80er gekauft haben muss, Tagebucheinträge an seine tote Mutter. Vergiss die Frage, ob er es verdient hat, was ihn erwartet. Wahrscheinlich ist es eine Gnade. Beim Herumsuchen habe ich das Foto einer Frau, die er getötet hat, unter seinem losen Dielenbrett versteckt gefunden. Sarah Goodman, das kann ich benutzen. Okay. What the fuck? It was clear someone was playing a game with me. But seeing all the details calculated out, God, it makes my skin crawl. PSI, dieses Symbol, ich habe etwas in dem PSI-Symbol, das mir Rose vor ein paar Jahren angezeigt hatte, umgespielt und kenne ungefähr die Orte, die der Hangman-Morde mit seiner Form überlappen lassen. Es ist perfekt. Manchmal ist es, als würde die ganze Welt dir helfen versuchen und sagen, was du tust, ist richtig. Tattoo. Ich muss das PSI-Symbol am Tatort unterbringen, ohne dass es offensichtlich platziert wirkt. Oder zu offensichtlich platziert wirkt. Ich hab's, ein Tattoo an Anthony, aber ich kann nicht riskieren, ihn von seinem Profil tätowieren zu lassen. Wie dann? Ich mache es selbst. Ich habe mir zum Üben etwas Schweinshaut mit braunem vom Schlachter besorgt. Ich komme langsam mit den Werkzeugen zurecht. Heute Nacht betäube ich ihn, morgen wacht er mit Tinte im Arm auf. Ich muss mich nur noch entscheiden, wohin ich das letzte Teil des Lependu verstecken soll. Zurückgeteilt, ich habe ihn gerade hergebracht. Mir gefällt zwar die Idee, zwei lebende Opfer einzusperren, nicht, aber es ist ja nicht verlangen und es ist notwendig, damit dies hier funktioniert. Joes Angstzustände sind aus dem Ruder gelaufen. So musste ich ihn wieder betäuben. Jetzt hängt sein Kopf herum wie einem Neugeborenen. Boah, dass jetzt die Maschine, die es gebaut hat. Jarvis Sullivan, ich habe die Injektionsmaschine heute aufgebaut, aber mich dagegen entschieden, Jarvis schon darin einzuspannen. Ich will, dass dies fair ist und ich will nicht, dass er mir vorher verdurstet. Ich will es nicht zu weit treiben und sie auf einen Kriegsfahrt schicken, nicht bevor sie hier ankommen bei den Towers. Jetzt wird es ernst. Ich habe die Wohnung für heute Abend fertig gemacht. Wenn Joey erst seinen Fall eintritt, gibt es kein Zurück mehr. Erika wird hierher kommen und sie wird es sich verdient haben. Ich muss Joey hochstemmen, durchatmen und loslassen. Und diese Version, die ich in letzter Zeit immer habe, ich muss dafür sorgen, dass ich nicht mehr hier bin, denn dann können die Ereignisse aus der Version nicht eintreten. Die Reihenfolge, in der sie litten. Gut. Denk daran, die Kombination einzustellen. Gut, jetzt haben wir natürlich noch einige Informationen mehr bekommen, aber die Kombination habe ich immer noch nicht für die verdammten Safe. Aside from the journal, the drawer also has a folder with notes on John and Sully. I'll grab that as well. Let's see. Geht immer noch weiter. John McCoy, er ist ein Schwein und ein Idiot. Hat mehr Interesse an Frittierten und der Sportschau als an seiner Arbeit. Er scheint mal ein vernünftiger Agent gewesen zu sein, aber jetzt lässt er sich nur noch treiben und investiert das absolute Minimum an Arbeit bis zu seiner Pensionierung. Das allein ist schon ein Grund genug, ihn auf meine Liste zu setzen, aber er hat versucht, mir zu helfen. Das hat zwar nicht das Geringste gebracht, aber trotzdem, er hat zugehört und schien besorgt zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu den anderen gehört. Diese Sean Patience.
Wir werden schon sehen, wie es läuft. Er muss noch erst beweisen, dass er es verdient hat zu leben. Agenda 3, FBI, das muss man das jetzt wieder auch wieder aufschreiben. 014, 014, ach, leck mich doch am Arsch. Sullivan. Okay, ich arbeite beim Ostboston FBI zu der Zeit, als Max starb. Und ich werde mir mal anschauen. Ich habe festgestellt, dass er rein gar nichts mit der Ermittlung zu tun hat. Nichts Herausragendes an Dienst, der ist von keinerlei Bedeutung. Dies kommt auf den Wegwerfstapel. Etwas sehr Interessantes ist während meiner Beobachtung passiert. Ich habe diese Akte wieder vom Wegwerfstapel herausgeholt. Und was ich gesehen habe, Jared Sullivan Hand in Hand mit Erica Reed. Ich habe es zwar nicht gerne gesehen, aber es gibt eine Verbindung zwischen sowas in der Art. Erica wirkte unbehaglich und zugeknöpft, ob es sich wohl bald totläuft. Um das auszutesten, habe ich ihn mal angerempelt, als er sie nach Hause gebracht hat. Es wird etwas dauern, bis er ihr nah genug ist, um mir nützlich zu sein, aber ich kann warten. Ich habe schon länger gewartet. Dies könnte sehr gut hineinpassen. Ich habe etwas gesucht, was sie anstacheln könnte, und genau dies könnte es sein. Ich muss wissen, ob sie mehr als nur einfache, aufmerksam, sturköpfig. Ich muss wissen, ob ihre Emotionen ihr Urteilsvermögen trüben könnten. Die Zeit dazwischen zu gehen, die beste Wahl, Erica aufzurütteln, wird es sein, Sheriff zu entführen, während sie im FBI-Büro sind. Es geht doch nichts darüber, Menschen, die in Sicherheit die Sicherheit ihres eigenen Zuhauses zu nehmen. Blonde Perücke, Akzent üben, Bluse besorgen. Das hatten wir schon. Hatten wir auch schon. David hatten wir auch schon. So, meine Gutste. Jetzt haben wir wieder einige Informationen bekommen. Es sind schon wieder knapp über 20 Minuten vorbei. Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, irgendwas muss ich doch noch bei John als Cordelia mit diesem blöden Footballspiel machen. Das weiß ich noch nicht, aber das werden wir in der kommenden Folge hinbekommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bye bye und ciao. Ja, dieser Folge sind wir jetzt doch wirklich mal einen sehr großen Schritt weitergekommen. Wir konnten da helfen bei Reparatur, dadurch haben wir diese Unterschrift bekommen. Danach hatten wir die Vision. Auf der einen Seite haben wir jetzt gesehen, dass Cordelia bei John irgendwas mit einem Footballspiel in die Reihe kriegen kann. Vermutlich denke ich, sie soll ihm das richtige Ergebnis übermitteln, damit er an ihre Vision glaubt. Denn er ist ja momentan schwer im Stress wegen der Trennung von seiner Frau. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Max die Unterlagen gegeben. Irgendwas ist aber mit diesem komischen Jerry irgendwas doch relativ faul. Er reagiert ziemlich abweisend darauf. Und wir konnten dafür sorgen, dass Erica, die jetzt wusste, sie die Schublade aufkriegt. Und jetzt nochmal erweiterte Informationen über Sully und John herangekommen ist. Was auch immer sie damit jetzt in der kommenden Folge machen wird. Aber das klären wir erst dann auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.